Okay, Leute. Ein aggressiver Pinguin. Willkommen bei Learn to Fly 2. Das ist mein nächstes Flash Game oder Flash. Ja, Flash Game halt, ne? Und ich spiele den Story Modus. Ich werde das mal nicht durchspielen. Dann holen wir uns schon mal unsere Pläne raus, zeichnen ein paar. Auf jeden Fall. Okay. Das Spiel sollte mal langsam starten. Uhu. Ja, okay. Das bla 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 bla. Ich muss, wenn ich in der Luft fliege, muss ich das Ding halt lenken. Also am Anfang kann man da nicht viel machen. Man muss so weit fliegen wie möglich. Und das macht man am besten, wenn man nachher noch verbessert. Und ja, heute noch, geh weg. Psst, psst. So. Ich habe jetzt $30 bekommen von dem Flug. Ich mache jetzt erstmal die Rampenhöhe. So. Jetzt ist sie ein bisschen höher. Ich glaube, das erkennt, merkt man nicht. Oh, okay, ein bisschen hat man was gemerkt. Tag 2. Kriegen $34. Jetzt sollte man. Achso, ich kann schon das kaufen mit einem neuen Schlitten. Damit ist man, wird man schneller. Oh, ups. Oh, ja, jetzt habe ich schon mal die Herausforderung Höhe geschafft. Kriegt man nachher noch Bonusgeld. 46 kriege ich jetzt. Ja, okay, insgesamt 76. So, dann hole ich mir gleich mal den Drachen. Das ist ein Gleiter. Damit gleitet man in der Luft, ne? Das sagt ja auch Gleiter. Wow, wir kommen ja so weit jetzt schon. Und das ist ein Schneemann. Man muss immer später immer mehr Dinge kaputt rammen, damit man, ja, darum halt. Also ich kann das jetzt nicht vergründen, warum man das machen muss, aber es ist einfach so. Jetzt kann ich mir schon die zweite Planke da kaufen. Planke Mark 2. Okay, dann geht's wieder ab und boah, bin ich schon so schnell. Ich glaub's kaum. Und ich komme auch so weit. Und ja, das war's schon mit dem Flug. Tag 5 beendet. $66. Ja. Na, nichts passiert. Das darf ich nicht klicken. Continue playing. Ich hole mir jetzt mal die Rampenlänge, damit ich ein bisschen mehr Schwung erholen kann. Und Speed habe ich jetzt schon bekommen. Das ist aber cool. Gibt mir auch wieder einen schönen Bonus. Und ich komme jetzt immer näher ran an den Schneemann. Und $86. Und noch eine Challenge, $116. Wie viel kostet denn der nächste? 200. Komm mal. Eine Runde noch, dann sollten wir das zusammen haben. Okay. Hoch, noch ein bisschen hoch. So. Ja, auf jeden Fall. Hol ich mir jetzt den alten Gleiter, wo unten vorne eine Unterhose oder so dran ist. Sieht man so nicht, egal, sieht aus wie ein Regenschirm von der Seite. Und da sieht man schon, man fliegt viel, viel, viel besser. Das kam ich, glaube ich, sogar schon an. Aber ich werde nicht genug Schwung haben, um den kaputt zu machen. Aber ich habe schon den, die Längen Stoppuhr bekommen oder ach, also Zeit in der Luft bleiben. Das ist die Herausforderung. Wie viel kostet denn der nächste Schlitten? 750. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal auf den Boost sparen. Nämlich den hier, weil. Warte, was gibt's denn hier noch an Luftballon? Auf jeden Fall. Ich spare auf die Zuckerrakete. Weil, ups, so. Ist halt besser. Muss ich nicht einmal was kaufen, völlig ja. Mache ich unnötiges Geld weg. Och, der war schlecht, der Flug. Ja, der war schlecht. Hallo, Schneemann. So. Jetzt hat man schon wieder mehr Punkte gekriegt. So, jetzt kann ich mir da die Zuckerrakete holen. Werde ich mir auch gleich ein bisschen Boost kaufen. Kann ich auch nicht so viel. So, die Rakete wird ja auch angezeigt. Man kann das mit der Leertaste machen. Und das verändert schon sehr viel. Ich mach das immer so, wenn ich zu weit unten bin, dann mache ich.
Huch. Nicht genug Schwung für den Schneemann. Ah, das lässt sich ändern. Ja. Bla, bla, bla. Weg damit. Okay, dann, was ist das denn? Alles klar. Mal ein paar Mal Sachen. Das ist jetzt hier, man ist ja so ein komischer Sack. Und man kann sich, Gewicht kaufen, damit man halt die Sachen umfahren kann. Und ich spare jetzt aber auf so ein Dynamit, weil das explodiert immer so schön. Mal alles kaputt. Also zum Beispiel ein Eisberg oder so. Ich kann jetzt mal was probieren. Ich hole mal jetzt Schub und jetzt gebe ich richtig Gas. Vielleicht. Nee. Das kriege ich dann nicht. Schade. Na, wenigstens habe ich jetzt das Dynamitteil. Ich werde jetzt den Schneemann schön umrammen. Damit ich jetzt noch ein paar Bonuspunkte bekomme. Ich verliere wieder in Höhe. Jetzt gebe ich dem mal einen richtigen Stoß. Huch, das hat er doch gereicht. Okay. Okay, dann war das jetzt irgendwie umsonst. So, wieder eine Challenge gehabt. Destruction, das heißt, ich habe das erste zerstört. Und Distanz heißt noch länger, ganz weit gekommen. So, dann hole ich mir einfach mal ein bisschen Benzin für die Rakete. Okay, Benzin glaube ich nicht, ja. Ja. 800 und. Ach komm, mal ein bisschen Rampenlänge. Okay. Mal Höhe holen. Da siehst du. Und. Schön den Anflug hier. Kommt mal schön weit. Sieht man schon gleich den nächsten Berg und. Ne, sieht man nicht. Na egal, jetzt kriegt mich schon wieder viel mehr Geld. Nämlich. 209. Ja. Und noch eine Challenge. Ach ja, stimmt, die Höhe. Kann ich mir nichts leisten. Ich bin arme Sau. Rampenlänge. Damit das schön weit abwärts geht. Schaffe ich nochmal Höhe? Schaffe ich wenigstens Speed? Ja. So mache ich das meistens immer. Okay. Was ist das? Was war das? Okay, das kannte ich jetzt mal nicht, aber. Okay. Okay, solltet ihr euch das Spiel trotzdem mal angucken, weil es ist wirklich. Macht Laune. Und irgendwie komme ich gerade etwas weit für den Anfang. Ich lasse mich jetzt einfach ein bisschen gleiten. Was war das? Das hatte ich ja noch nie. Und ich. Sieht so aus, als wenn ich gleich ein bisschen Geld kriege. Schaffe ich noch den Berg zu rammen. Und. Ah, hat, bringt nichts, dieses kleine Dynamit. Oh, ich bin so weit gekommen. Wie kaufen. Okay. Ich könnte mir jetzt. Wie viel kostet der denn? 5000. Komm, ich hole jetzt den Hängleiter. Den guten Schlitten. Und den Pulsjet. Und hier noch ein bisschen. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Wow. Und die Musik ändert sich auch immer, wenn man so schnell man wird. Und dann den Berg mache ich auf jeden Fall jetzt kaputt und pff, mit dem Dynamit. Yo. Challenge. Schön. Jo, eine Runde mache ich noch und weil ich habe schon 10 Minuten. Wenn ihr wissen wollt, was man noch machen kann hier so schön ist. Eine Runde mache ich noch, also keine Angst. Okay, diesmal werde ich das alles schön aufsparen. Bisschen Höhe. Man kriegt nachher so richtig krasse Sachen, zum Beispiel Helikopter, dann fliegt man richtig weit nach oben. Und ja, irgendwie ein Jetantrieb und sowas. Man kann einfach voll viele Sachen kriegen. Ja, ich gebe jetzt mal. Na, ah, ich habe kein Gas mehr. Schade. Was ist das für die Runde?
Oh, 190. Ja, das Spiel macht eigentlich ganz viel Laune. Weiß nicht, warum ich jetzt das gekauft habe. Na egal, dann schaut euch das Spiel mal an und bis zum nächsten Flash Game.